Dann bereiten wir uns mal auf den Kampf mit dem Wither vor. Zunächst mal brauchen wir noch ein bisschen Verpflegung. Das heißt, wir werden mal die ganzen Kürbisse und Melone. Vielleicht nehmen wir das Reparatur drauf. Ja, nehmen wir das mal in die Offhand. Dann kann sich das schon mal aufladen. Ist auch schon passiert. Gut, und wir brauchen einige goldene Karotten. Zack, haben wir. Und was ich eigentlich nie mache, aber was wir theoretisch machen könnten, wären goldene Äpfel. Das sind Goldblöcke, die müssten wir aufteilen in Baren und dann haben wir drei goldene Äpfel, die halt einfach noch hier in der Kiste la. Da liegen auch noch welche. Jetzt haben wir 8 goldene Äpfel und 64 goldene Karotten. Was wir dann noch brauchen, sind Pfeile. Schauen wir mal, ein Stack, zwei Stack, drei Stacks. Und was wir dann brauchen, sind natürlich die Sachen für den Wither selber, das heißt drei Köpfe. Und Seelensand. Seelensand brauchen wir ebenfalls. Und dann können wir den Wither spawnen. Wir brauchen drei Köpfe. Nehmen wir aus der Ender Chest, da liegen schon zwei und eine kaufen wir im Auktionshaus. Die gibt es gerade für 1,9 Coins, also für knapp 2 Coins. Ich gehe ins Dashboard auf Teleportation und sage Wither Spawn Blast. Ich glaube, bauen wir. Ah, nee, ich glaube, der ist 2, gell? So ist der, glaube ich. Ich glaube, wir müssen jetzt bloß die drei Köpfe setzen und dann war's. Okay, ich. Ja, okay, gut. Wunderbar. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht allzu lange überleben. Mal schauen. Wo wir uns da irgendwo halbwegs vertummeln können. Ah, okay, der kommt schon. Da können wir uns aber nicht wirklich vertummeln. Wir können höchstens weglaufen schnell. Wo ist denn der? Oh Gott, ist der schnell. Okay, aber Lava. Okay, da möchte ich. Ich wollte gerade sagen, da möchte ich eigentlich nicht runter. Ich bin schon unten. Komm du mal her. Wie sieht's da aus? Kommt der da runter? Okay, also hier treffe ich ihn. Aber ich krieg nichts ab. Ist okay. Und jetzt hat er aber mal geschossen. Ich habe ihn. Und wenn ich es richtig sehe, geht die Leiste oben runter. Sind wir gleich auf der Hälfte. Noch kommt er nicht runter, aber jetzt muss ich in den Nahkampf gehen, weil er hat keinen Schaden mehr mit. Ja, jetzt wird er auch schwieriger. So. Beziehungsweise, doch, ja. Ich werde dann im Zweifel mal einen goldenen Apfel essen. Ei, der ist stark. Entweder treffe ich den nicht gescheit. Ich bin auch kein guter Kämpfer im Sinne. Aber doch, ich kriege ihn gleich. Gleich habe ich ihn. Gleich habe ich ihn. Gleich habe ich ihn. Gleich habe ich ihn. Jetzt hat. Hui. Was ist das hier? Ein Plattenbruchstück. Und wir haben auch 5, 6 Witherrosen bekommen. Super. Jetzt gucken wir uns an. Ich glaube nämlich. Nicht aha, sondern ich glaube, dass wir auch einen Beacon craften müssen. Tierfreund, Händler, Aufgabe, crafte ein Leuchtfeuer. So, und da würde ich sagen, den nehmen wir uns. Zack, wieder ein Level up. Jetzt können wir mal schauen. Aufgabe, crafte ein Akquisator. Auch das kriegen wir hin. Ja, und einen Akquisator können wir uns natürlich auch craften. Dafür haben wir hier ein Herz des Meeres. Übrigens können wir schauen, ob das Herz des Meeres auch mal ab und zu im Angebot ist vom Zaubermarkt. Gerade nicht, aber ein Dorfbewohner Spawn-Ei und ich glaube, das kaufe ich mal. Und das würde ich mal ins Auktionshaus stellen für
2,7 Coins. Für 2,2 habe ich es gekauft. Dann würde ich schon Gewinn machen, wenn wir das verkauft bekommen. Nicht das hier. So, dann schauen wir nochmal rein. Da wäre jetzt drin Eisenbahn. Okay, das interessiert mich dann typischerweise nicht. Das Auktionshaus, da sind noch entsprechende Produkte drin. Dann haben wir noch den Vote Shop. Da kann man auch einiges rausziehen, aber da habe ich meistens Pech und genauso wie im Glücksrad. Also nee, halt, beim Vote Shop können wir ja selber kaufen. Gucken wir mal. Der Vote Shop ist so aufgebaut, dass wir pro Tag können wir viermal für den Server abstimmen und kriegen dafür vier Punkte. Und jetzt können wir so gesehen, also Vote-Punkte, und jetzt können wir so gesehen schauen, wenn wir hier etwas kaufen wollen, wie viel das kostet. Also hier zum Beispiel 10 Punkte. Das wäre dann so gesehen 3 Tage. Also 10-mal abstimmen, was an 3 Tagen erst möglich ist. Aber so gesehen könnte man sich damit ein Stack TNT auch besorgen. Das ist eine Schneekugel, ein Stoat. Okay. Pinguin, auch nett. Was kostet der? 3. Ich denke, den kaufen wir mal. Und der Rest schaut mir da nicht so. Was wir noch machen können, wir die Schalker Schärfe 4, Wasserlöffel 2 ist auch nicht so interessant, das ist nicht interessant. Phantom, Papageien, Spawn Eye, Wolfs, Skelettpferde, nee. Okay, blaues Gemälde. Aber der Pinguinkopf ist cool. So. Und den stellen wir natürlich auch irgendwie präsenterweise hin. Schauen wir mal, wo noch was frei ist. Hier zum Beispiel können wir den Pinguinkopf hinstellen. Jetzt mal eine unserer, ich weiß gar nicht, was ich mit dem mache, irgendwo wahrscheinlich reinschmeißen und vergessen. Dazu brauchen wir diese Muscheln, diese Nautilus-Schalen, das sind 6, ich glaube, wir brauchen aber 8. Die habe ich aber noch, ich weiß noch nicht jetzt wo. Ah, schauen wir, da sind 2. So, jetzt können wir auch das craften, ich glaube, das reicht. Genau. Das Rezept ist dann einfach und auch dafür kriegen wir die Belohnung. Und ich glaube, das verkaufen wir mal für 10 Coins. Ich glaube nicht, dass es jemand kauft, aber ich kann es ja mal einstellen. Was habe ich denn bekommen? Magma-Würfel Spawn Eye. Jetzt schauen wir mal unter die nächsten Sachen, die wir machen müssten. Das wäre, crafte einen Bergungskompass. Ich habe nicht mal annähernd eine Ahnung, wie man den craftet. Bergungskompass, da brauchen wir 8 von denen und ein Kompass. Diese Dinger gab es doch im Shop, glaube ich, oder? Roadshop? Das sind die hier. Brauchen 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und unnützigerweise einen Kompass. Okay, so rum. Relativ einfach. Und dann können wir diesen Bergungskompass machen. Dann kriegen wir das nächste Achievement. Was haben wir dann als nächstes zu tun, um ein Achievement weiterzubekommen? Wir müssten... Wie soll man denn eine Schallplatte Nummer 5 craften? Da braucht man wahrscheinlich haufenweise von diesen blöden Stücken, oder? Wie crafte ich eine Schallplatte Nummer 5 für das Achievement? Wir haben ja jetzt hier ein Bruchstück. Ich weiß nur nicht, ob man einfach die so in 8 Blöcken oder vielleicht sogar 9 Teile, I guess, verkauft jemand 8 Bruchstücke der Schallplatte Nummer 5. So, ein Schluck Kaffee, mal schauen, ob jemand antwortet. Ja. Bleibt mir jetzt nicht viel anderes übrig, ich muss ihm sowieso zahlen und im besten Falle bekomme ich es auch wieder. Schick, was du magst. Keine Ahnung, was sowas. Ich habe keine Ahnung, was eine Schallplatte wert ist. Schauen wir mal, was ich beim Achievement bekomme. Da bekomme ich 4 Craft Coins. Wir brauchen genau 9 Stück. Und haben das nächste Achievement. Und dann sage ich eben Pay. Blaubarschbüble 3.75. Habe ich hoffentlich auch Punkt gemacht und nicht Komma. Sonst überweise ich ihm 375. Und das ist dann recht lustig. Dann bin ich arm. So, Batsch. So, und dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Also, wir müssen einmal die Clowns töten. Wir müssen den Enderdrachen noch besiegen. Wir müssen den Zirkusdirektor besiegen. Dann müssen wir
5 Wither-Skelett-Schädeltroppen. Oh. Da baue ich erst einen Platz, wo ich diese Wither-Skelette farmen kann. Die habe ich jetzt nicht. Da müssen wir gucken. Gebe 50 Craft-Coins im Zaubermarkt aus. Ja, die will ich aber auch nicht wasten. Also das ist schwierig zusammenzubekommen. Das ist Händler 3. 74%. Okay. 32 Schaden mit einem Schlag. Okay. Okay. Zähme 3 Katzen. So, dafür brauche ich ja erstmal Fisch. Ich weiß, dass wir Katzen haben, so wie hier eine ist. Kann ich übrigens wahrscheinlich auch gar nichts. Das gilt nicht als gezähmt. Doch. Oh, das ist interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da sind doch welche. Ach, das gilt. Selbst wenn die schon gezähmt sind, darf ich die noch. Ja, okay, gut. Also fürs Achievement reicht es jedenfalls.